Guten Morgen zusammen. Hier ist Aufbruchstimmung. Für Ash geht es gleich zur Schule. Freust du dich schon drauf? Ha? Aber heute hast du nicht so lange Schule, ne? Nur 5 Stunden? Nö. Übrigens, die Socke von deinem Kumpel liegt da neben. Wenn er nächstes Mal kommt, habe ich unter dem Sofa gefunden. Lol. Ha? Ja, das Wetter draußen ist noch trocken. Ich weiß nicht, wie das sich entwickelt. Das ist aber abgekühlt. Wir haben nur 15 Grad draußen. Ja gut, blauer Himmel ist ein bisschen da mit Wolken natürlich noch. Und Ash macht sich soweit fertig jetzt für die Schule. Zuerst nach dem Wochenende ist es immer schwierig hochzukommen, ne? Ich muss den ganz, ganz lange wecken. So, Ash ist weg und ich muss jetzt einmal hier Bett tauschen, weil diese Decken sind leider mittlerweile schon zu dünn. Das ist mir immer echt zu kalt, wenn ich abends ins Bett gehe. Das heißt, da wird jetzt einmal Biberbettwäsche übergezogen. So, das Bett ist jetzt fertig, frisch bezogen. Und jetzt wartet natürlich dieser Berghaufen auf mich. Gestern hatte ich übrigens Ashs Zimmer fertig gemacht. Da hatte ich auch das Bett gewechselt, weil er Besuch hatte über Nacht. Also 2 Tage hat hier ein Kumpel von ihm geschlafen. Und bei ihm ist auch alles soweit fertig. Ich hatte durchgesaugt, Staub gewischt. Jetzt muss ich nur noch bei uns gleich Staub wischen. Und erst einmal die Bettwäsche hier einladen. So, es ist jetzt kurz nach 8, ihr Lieben. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich war unter der Dusche, Haare gewaschen, alles Mögliche, mich geschminkt, angezogen. Allerdings wieder lange Hose. Das ist echt ein bisschen ungemütlich und es bedeckt sich schon wieder. Eigentlich habe ich gedacht, dass wir gleich nochmal ein bisschen rausgehen. Adrian hat sich aber rangesetzt und ist am PC schon. Sein Quark habe ich angerührt und dann gibt es aber auch gleich Frühstück, würde ich mal sagen. Denn ich habe heute auch ein bisschen was am Computer zu machen. So ist es nicht. Und Haushalt ist soweit fertig. Die Waschmaschine, die Spülmaschine läuft. Die habe ich heute schon angemacht. Oder jetzt heute Morgen angemacht. Und Bad ist auch schon geputzt. So. Also decke ich jetzt erst einmal den Frühstückstisch. Zum Frühstück für mich gibt es ein paar Pfannkuchen. Die brate ich gerade so ein bisschen an. Und dann rühre ich gerade einmal den Quark an und zwar mit Tiefkühl, also Himbeeren, die sind jetzt wirklich aufgetaut und einmal ein bisschen Vanille Pulver. Mal schauen, wie das hier gleich alles schmecken wird. Was mir noch gerade noch eingefallen ist, ihr habt ja beim letzten Video mir Tipps gegeben, wo ich generell nochmal Dattelsirup holen kann, zum Beispiel Dattelsirup und Vanille. So, und meine Schwester hat mir auch gesagt, so im türkischen Laden gibt es auch Dattelsirup. Das heißt, da muss ich nochmal echt die Augen aufhalten und nächstes Mal dann das da mitnehmen. Vielen, vielen Dank nochmal für eure ganzen tollen Tipps. Also die helfen mir manchmal unheimlich weiter. Hatte ich auch schon mal erzählt, ne? Und schon gibt es Frühstück. Ich würde sagen, guten Appetit. Ich habe mir jetzt den Quark angerührt. Schmeckt super lecker mit diesem Vanillepulver oder Vanille. Ja doch, es ist ja gemahlene Vanille. Und mit Pfannkuchen auch ohne Zucker halt. Hat schon gepresst, mein Schnucki kommt dann auch. Mit meiner PC-Arbeit bin ich jetzt fertig, ihr Lieben. Ich habe auch sogar schon draußen Blümchen gegossen. Die Kinder haben es zwar gemacht, aber jetzt habe ich heute, gestern habe ich nicht gegossen, die hatten vorgestern gegossen, genau. Und ich hatte heute ein bisschen mit dem Dünger nochmal Dünger dazugegeben. Übrigens, ich will euch nachher unbedingt mein Mandelbäumchen zeigen, was ich umgepflanzt habe. Da kommen schon Blätter raus. Also ich hoffe, so wie es aussieht, ja, wächst das Bäumchen weiter. Das ist richtig gut. Ich muss gleich noch einmal schon mal anfangen, so langsam Richtung Mittag irgendwie mal mir aber Gedanken drüber zu machen. Ich habe gedacht, es gibt Kartoffeln, wir haben noch Bohnen und Fisch oder Garnelen. Muss ich gleich mal gucken, was ich anbrate. Und mein Rasen kommt sogar. Also da ist es jetzt nicht so viel, hat es nicht so viel irgendwie gebracht, weil ich ja nicht gedacht habe, dass wir das jetzt irgendwie so spontan mit der Terrasse anfangen. Und da ist aber auch schon so ein bisschen Rasen quasi. Wir hatten ja Erde verteilt und trotzdem kommt da so ein bisschen schon mal stellenweise Rasen durch. Und an der Seite, was ich da gepflanzt habe oder gesät habe, nicht gepflanzt, kommt auch schon so kleinen Rasen raus. Ist richtig süß. Ich zeige euch mal ganz kurz das Mandelbäumchen mal. Es ist jetzt kurz vor 12. Mit meiner PC-Arbeit bin ich soweit durch. Und Ash hat nämlich gleich Schulschluss. Das heißt, ich muss gleich gucken, dass ich einmal was zu essen mache. So, schaut mal. Ich hatte mich so gefreut, dass ich das gesehen habe. Guckt mal. Hier waren ja gar keine Blätter, ne? Und jetzt kommt alles. Das ist cool. Das ist richtig cool. Und der Rasen, guckt mal. Hier habe ich ja auch nachgesät. Guckt mal.
Da kommt er auch schon hoch, der Kleine. Wie so in Streifen, ne? Wo ich es einfach ganz normal gesät habe. Ich bin gespannt. Ist voll cool, freue ich mich drüber. Heute habe ich allerdings auch bei dem Schmetterlingsgliedern schon mal das, was abgeblüht ist, diese Knospen oder diese Blüten, abgeschnitten. Und dann kommt er nochmal neu bis zum Herbst jetzt. Das ist voll krass. Ja, also ich mache mich jetzt auch mal ganz kurz ans Mittagessen machen. Die Bohnen sind schon klein geschnitten, abgewaschen, stehen auf dem Herd. Die habe ich jetzt schon mal angemacht. Die Kartoffeln ebenso. Das sind Bauernkartoffeln vom letzten Mal, die ich gekauft habe. Die habe ich jetzt einfach abgewaschen mit Bürste und koche die so. Und dann werde ich einmal ein paar Garnelen gleich einfach mal in die Pfanne hauen und anbraten. Und ich überlege einfach wirklich auch die Bohnen damit anzubraten mit so ein paar Gewürzen. Ich denke, das wird auch ganz gut schmecken, schätze ich mal. Genau. Und ich habe ja was Neues bekommen, beziehungsweise nicht bekommen, ich habe es mir bestellt. In einem Deko-Geschäft, also online, hatte ich ja schon mal gesagt, der heißt Frank Flechtwaren. Und zwar gab es da schon Herbstdeko. Guck mal, ich hatte es noch nicht so weggepackt, einfach es mal hier hingelegt, weil ich nächsten Monat eher anfangen möchte zu dekorieren. Und zwar hatten sie wirklich, das war aber neu, habe ich da noch nie gesehen, Kürbisse. Die sind so aus Ton, sind so recht leicht, aber halt in diesen Farben jetzt hier. Ich glaube, das ist hier Styropor, die sind ja recht leicht. Und genau, diese drei Kürbisse waren im Set. Sind richtig schön, finde ich. Und diese drei kleine, nee, vier kleine sogar. Dann so ein bisschen Grünschnitt, mehr oder weniger. Also das sieht aus hier wie so Tannenzweige. So, die waren dabei. Und hier ist nochmal auch aus Styropor diese Farbe. Die finde ich total schön. Und dann hatte ich mir noch so einen Kürbis bestellt. Sieht cool aus, oder? Ich freue mich schon, wenn ich jetzt irgendwie mal nächsten Monat Herbst-Deko schon so ein bisschen verteilen kann. Und in der Garage habe ich ja nicht so viel an Deko. Ich habe für draußen halt so einen Kürbis, glaube ich, so aus Ton, in Grau. Die werde ich dann auch draußen verteilen. Und bin schon sehr gespannt, wie das Wetter sich so entwickelt. Also wenn es jetzt zu warm ist, macht es natürlich irgendwie nicht so viel Spaß, jetzt für Herbst irgendwie zu dekorieren, weil gerade auch die Heide, die wird nachher auch trocken. Und ja, also wollte ich noch einmal gezeigt haben. Genau, das waren nur die Kürbisse. Nicht nur die Kürbisse, sondern auch, guckt mal, die sehen auch cool aus, oder? In Gold, diese beiden. So, ich mache jetzt Mittag. So, das ist eigentlich soweit schon alles fertig. Ash ist mit seinem Kumpel, die wollten irgendwie nur ein paar Pfannkuchen haben. Und übrigens, ich hatte heute Morgen Ash vom Schwimmunterricht abgemeldet, also von seinem Vereinsschwimmen, weil wir hatten jetzt eine E-Mail bekommen und zwar findet das Training nur noch alle 2 Wochen statt, also einmal in der Woche und zwar nur höchstens 10 Kinder. Und da gab es irgendwie so eine Internetseite, haben die irgendwie selber erstellt, wo man sich dann eben anmelden muss fürs Schwimmen. Jetzt war ich natürlich da, alle 10 Plätze schon belegt, das heißt, Ash hat dann keinen Platz diese Woche und mir ist es alles echt zu, weiß ich nicht, zu komisch. Deswegen fand ich die Idee von Adrian eigentlich ganz gut. Er sagte, Mensch, meld ihn doch einfach ab. Ich meine, wir haben jetzt monatelang diese Gebühren bezahlt, also Vereinsbeiträge, wo nichts stattgefunden hat. Und ja, und jetzt sagt er, weißt du was, wenn er schwimmen gehen will, weil er sowieso zwischendurch, dann geht er halt eben selbst in die Schwimmhalle. Dann ist man nicht für diese Dreiviertelstunde, vielleicht nur höchstens einmal im Monat und dann zahlt man so viel Beitrag. Wenig ist er wirklich nicht und deswegen habe ich ihn jetzt abgemeldet. Das heißt, wenn er Lust hat zum Schwimmen, das machen die ganz oft mit seinem, also er mit seinem Kumpel und auch halt bei Mädels, dann gehen die in die Schwimmhalle und schwimmen ganz normal, dann, wann es denen passt und nicht irgendwie zu einer bestimmten Zeit und nur 3/4 Stunde. Also das ist echt ein Witz eigentlich. Und wie gesagt, und der Monatsbeitrag ist nicht wenig, deswegen habe ich gedacht, nee, das ist eine gute Idee, dann machen wir das so. Und ja, ach ja, und Max hat was gemacht, das war nämlich kurz wo wir weggefahren sind, das war irgendwie vor 2-3 Tagen, sitzen wir hier ganz normal und essen und plötzlich knallt es, aber richtig laut. Da habe ich gesagt, alter Schwede, was haben die denn gemacht? Ob die irgendwie was zugeknallt haben, irgendwie Fenster, Tür oder wie auch immer was, oder wenn irgendwie was runtergeflogen ist, ist auf jeden Fall sehr laut. Plötzlich geht dann die Tür oben auf und dann, Mama, kannst du mal kommen? Ich so, ne, was ist denn jetzt los? Hat er seine Ofentür zugeknallt und die Scheibe ist geplatzt.
Er hatte den Ofen nämlich angehabt, weil es vor ein paar Tagen halt eben nicht so gemütlich war. Und die haben irgendwie ein bisschen gefroren und dann haben die gesehen, dass wir den Ofen hier auch anhaben. Und Christi sagt, das ist so schön. Und dann Max sagt, okay, dann machen wir oben auch den Ofen an. Ja, hat er dann natürlich angemacht. Das Holz brannte alles schon in vollem Gange. Ja, und dann hat er irgendwie die Tür mal aufgehabt, wieder zugeknallt. Und da war plötzlich die Scheibe geplatzt. Ja, toll, ne? Ich hab eigentlich einen Schreck bekommen, ist gemerkt, ey. So ein ruhiger Typ eigentlich, ne? Und zeigt jetzt sein Gesicht, echt. Ja. Er sagt, es war eigentlich gar nicht so doll. Aber ich so, ja, aber wenn es das war, was hier so geknallt hat, dann war das sehr wohl doll. Ich weiß zwar nicht, warum jetzt so eine Ofenscheibe, gut, ist ein bisschen älter, jetzt 20 Jahre alt, aber warum sie platzt. Normalerweise ist es echt gutes, stabiles Glas. Normal kann es eigentlich gar nicht platzen. Und ich weiß nicht, ob der Ofen oder die Öfen, die jetzt früher hergestellt wurden, wie gesagt, der ist jetzt sehr, sehr alt. Ob die da andere Gläser hatten oder so, kein Plan. Jedenfalls ist es dann richtig fetter Riss, werde ich euch nachher nochmal zeigen. Ja, guck mal, also Essen ist gleich fertig. Ich habe hier so ein paar Gewürze drin und die Kartoffeln sind auch schon durch. Das heißt, wir können gleich mit Adam nochmal essen in Ruhe und die Kinder wollten essen und einmal die Hausaufgaben machen. Ja, draußen kommt die Sonne raus. Ich hatte nämlich heute meine Wäsche gewaschen und in den Trockner gesteckt, weil es heute Morgen so ein bisschen genieselt hat. Und dachte ich, na gut, dann nützt alles nichts und ja, na gut, dann decke ich schon mal den Tisch. So ihr Lieben, wir haben jetzt gegessen, ich habe jetzt den Geschirrspüler angeschmissen und ich hatte euch vorhin auch erzählt, dass Max seinen Ofen ja kaputt gemacht hat, wie der jetzt aussieht. Dafür gehen wir, glaube ich, jetzt mal hoch und dann zeige ich es euch mal. Wie gesagt, sowas selbst habe ich noch nicht gesehen, aber wie gesagt, also los geht's nach oben. So, da ist der Übeltäter. Ich hatte nur erzählt, dass du den Ofen kaputt gekriegt hast. Das. Aha. Also, schaut mal. Hast du es auch schon mal aufgemacht wieder, die Tür? Oder? Oh Gott, okay. Also, hier ist der Riss. Ich weiß auch gar nicht, ob die Scheibe jetzt nur dick war oder nicht. Und warum die abgerissen ist, ne? Das ist eine gute Frage. Ja, gute Frage, nächste Frage, ne? Genau. Ja. Naja, jedenfalls hatten wir jetzt uns auch so ein paar Gedanken gemacht. und zwar hatten wir überlegt, dass wir Max unseren Ofen geben. Wir hatten überlegt, unseren Ofen euch nach oben zu geben. Jo, hört sich cool an. Siehst du? Und für uns, weil ich ja schon immer diese ganzen alten Hexen so toll fand, wo man halt einen Ofen hat und darauf auch kochen kann und backen kann. Und dann hatte ich eine Internetseite gefunden. Ich habe gegoogelt, natürlich geguckt, so was gibt es so. Weil ich kenne von früher so die ganz alten Hexen. Also die hatte mein Opa auch mal gehabt. Oder Opa und Oma. So ähnlich. Ne? Also in Russland war das ein bisschen was anderes alles. Aber so diese ganzen alten Öfen fand ich erstmal A, total praktisch. Und B, das Essen schmeckt total anders da drauf. Und auch als Deko zum Beispiel. Die fand ich natürlich auch irgendwo im Garten so ganz hübsch. So, aber ich habe jetzt, wie gesagt, eine Seite gefunden und die würde ich euch mal ganz gerne zeigen. Dafür muss ich ein bisschen was einstellen jetzt hier. So, ich habe mir das jetzt hier ein bisschen gemütlich gemacht auf der Couch mit euch. Und zwar hatte ich eine ganz tolle Seite, wie gesagt, gefunden. Die heißt kaminofen-store.de. Und die haben echt eine riesen Auswahl. Und wir waren uns erstmal auch gar nicht so richtig sicher, was wir da jetzt nehmen wollen. Also ich weiß nur, dass ich halt, wie gesagt, diese Altöfen richtig gut finde, auch früher schon, mussten aber natürlich mit dem Platz hier gucken, wie das funktioniert, weil dieser Ofen ist relativ gut passend für diese Ecke, so, aber wenn man halt eben ein bisschen was Größeres nehmen möchte, muss das auch irgendwie geguckt werden, deswegen wird der neue schräg hier so stehen. Wir hatten schon alles abgemessen und geguckt und gemacht, ob das jetzt alles so passt. Also hier schauen wir einmal ganz kurz, was es hier alles so gibt. Also es gibt zum Beispiel was mit Speckstein. Zuerst hatten wir gedacht, einen kleineren, so den hier zu nehmen. Aber da ist ja nur eine Platte oben, auf der man kochen kann. Cool wäre natürlich auch so ein Backofen, wo man auch mal was backen kann. Bin ich auf diesen hier gestoßen, weil ich den total schön finde. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Der ist von Junberg, auch mit Speckstein. Also ist halt sehr schlicht. Und ich hatte schon gedacht, wenn wir den jetzt wirklich bekommen, werde ich auch dann noch die Wand von beige in eine andere Farbe umstreichen müssen, weil dann passt natürlich nicht mehr so toll mit dem Beige zusammen. Der hat 7 kW. Was hat jetzt unser hier?
auch so um den Dreh irgendwie. Vollwertige Koch- und Backfunktion, das heißt, es ist echt halt eben ganz cool, dass man einfach unabhängig jetzt kochen und backen kann. Das heißt, man braucht nur Holz, zündet es an und kocht und backt damit. Den werde ich jetzt schon mal einfach in meinen Warenkorb legen. Und auf der Seite bei denen habe ich gesehen, dass die halt auch Ofenzubehör haben. Und da muss ich auch gucken, denn die Ofenöffnung, also die Rohröffnung, ist rechts in der Ecke bei dem. Das passt eigentlich auch ganz gut mit dem Schornstein, also mit der Öffnung im Schornstein. Ja, und dafür muss ich auch nochmal gleich mal gucken, was wir alles brauchen, weil es sind ja verschiedene Rohre. Und ich freue mich tierisch drauf, weil ich, wie gesagt, diese Öfen schon, keine Ahnung, wie viele Jahre ich sie so gerne mag. Also total auch so vom Aussehen jetzt auch. Ey, guck mal hier, eine heiße Hexe. Oh, so ein Ding hier will Mama gerne immer zu Hause haben. Ist halt eben, diese ist hier nicht allzu alt, so wie so eine richtig alte Hexe, sondern schon so ein bisschen Richtung modern. Und wie gesagt, praktisch ist halt eben, dass man damit kochen und backen kann. Also heißt auch Küchenherd. Es gibt auch Kaminöfen, haben die auch. Und Küchenherde, das sind halt eben etwas größere. Es gibt sogar so eine Küchenhexe in so einem Creme. Sieht auch cool aus. Dann hatte ich überlegt, irgendwie vielleicht mal vorher so in Schwarz das zu nehmen, aber Schwarz, glaube ich, ist zu doll. Also, guck mal, der sieht auch schon so ein bisschen auf alt aus. Und wie gesagt, und diesen hier, den ich jetzt gerade ausgesucht habe, fand ich eigentlich am besten. Guck mal, links ist hier, könnt ihr sehen, einmal, da wird das Feuer angemacht. Und hier rechts ist der kleine Backofen und oben kann man halt eben kochen, das Kochfeld. Ja, ich freue mich schon richtig drauf. Na, guck mal, hier ist auch mal sogar was mit Edelstahl, also ganz modern. Adrian sagte vielleicht rot, weil er sagte, vielleicht kann man ja ins Wohnzimmer irgendwas an Rot aufnehmen. Ich habe gesagt, ja, rot wäre dann zu Weihnachten. Hatten wir überlegt, dieses Jahr roten Schmuck zu nehmen oder Weihnachtsschmuck. Aber ich habe gesagt, also sonst passt Rot hier eigentlich gar nicht so rein. So, und wie gesagt, die erste Überlegung war ja, dass wir halt eben den hier nehmen. Bei dem war das nämlich so, dass er nur von hinten angeschossen werden kann. Wie man das hier auch auf dem Bild sehen kann, ist von hinten da. Guck mal. Und das würde jetzt hier nicht so gut gehen, weil, wie gesagt, wir wollten schon ein bisschen näher ran an die Wand. So. Ja, aber wie gesagt, die haben echt tolle Sachen und wie gesagt, so schön praktisch, ne? Ja, so, jetzt müssen wir noch mal ganz kurz gucken, was wir hier so an Ofenzubehör dazu noch mal bestellen. Und ich würde sagen, alles andere werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Ich weiß nicht, wie lange die Lieferung jetzt dauern wird. Habe ich noch gar nicht gelesen. Ich hoffe nicht allzu lange, weil dann kann nämlich Max unseren Ofen da oben haben. Die Frage ist nur, wie wir den hochkriegen, weil er echt sehr, sehr schwer ist. Schaut mal, wir haben das Ganze hier so ein bisschen ausgelegt, damit ihr das auch mal ein bisschen sehen könnt. Weil so kann man sich das nicht so irgendwie richtig optisch vorstellen. Ne? Also, der ist 60 cm breit und 1 Meter lang. Bin sehr, sehr gespannt und ich freue mich schon so tierisch drüber. Und vor allem das erste Mal damit zu kochen, das schmeckt ganz bestimmt ganz anders. Also gehe ich von echt fest von aus. Und dann müssen wir noch Holz bestellen. Das heißt, wir haben zwar noch ein bisschen was liegen, aber Adrian sagte, es ist immer ganz gut, wenn man ein bisschen mehr irgendwie auf dem Vorrat hat. Und der Winter kommt, also Herbst, Winter wird sowieso so ein bisschen ungemütlich, das Ganze. Und bin sehr, sehr gespannt und ich bin vor allem auch sehr gespannt, wie wir diesen Ofen hier jetzt einmal zu Max nachher hochkriegen. Das weiß ich nicht. Und was mit seiner noch passieren soll, hatte ich auch schon überlegt. Also, ja, entweder irgendwie reinstellen und versuchen zu verkaufen. Vielleicht nimmt es irgendwie einer und wenn nicht, dann sonst vielleicht, es gibt welche, die Schrott sammeln einfach, also Eisen und alles Mögliche. Und das wäre dann die nächste Möglichkeit, dass er das dann abholt. Genau. Voll süß. Ich lese gerade so eure Kommentare hier einmal. Er ist gerade nämlich mit dem Kumpel unterwegs. Das ist jetzt auch schon gleich 3:30. Die haben die Hausaufgaben gemacht und jetzt sind die irgendwie losgefahren mit den Rollern und kommen, ich habe gesagt, spätestens 18 Uhr zu Hause sein, damit er sich dann nochmal ordentlich für die Schule nochmal vorbereiten kann, beziehungsweise alles so ein bisschen in Ruhe passieren kann und nicht irgendwie schnell, schnell, schnell dann ins Bett, ne? Also, ich werde immer noch gefragt nach diesen Glasschüsseln mit dem Holzdeckel, die gibt es bei IKEA, habe ich aber auch schon ein paar Mal geschrieben, aber gut, man bekommt nicht immer alles mit, ne? Dann fand ich es auch ganz niedlich. Auch heute bei Insta hat mir jemand geschrieben. Und zwar gibt es von Ostmann so eine Vanillepaste. Habe ich noch nie gesehen. So, ihr habt mir auch schon, glaube ich, geschrieben, dass es sowas gibt. Und dann hatte sie nochmal geguckt und da war Zucker mit drin. Beziehungsweise also
mit Zucker und nicht ohne. Und ich suchte ja nun generell einfach Vanille ohne Zucker. Hier fragte jemand nach der Kieler Woche. Eigentlich hieß es doch ursprünglich, das wurde jetzt irgendwie auf September verlegt. Aber ich befürchte fast, dass es gar nicht stattfindet. Aber ich weiß es eben nicht. Also vielleicht müsste man danach googeln, ob das stattfindet oder nicht. Also normalerweise ist es ja immer so im Juni. Und ob das jetzt dieses Jahr stattfindet, weiß ich gar nicht. Da hat jemand geschrieben, in die Pfannkuchen muss auf jeden Fall Zucker rein. Aber ja, Zucker ist so eine Sache, ne? Also das Thema kennt ihr ja schon von Adrian. Und wie gesagt, gesund ist es nicht, das wissen wir alle. Und ich hatte überlegt, so, weil ich ja nur die Pfannkuchen halt eben nur mit Vanillezucker gemacht habe, das war halt eben ein oder zwei Päckchen höchstens, also höchstens zwei Päckchen, kommt immer auf die Menge darauf an, habe ich nachher gedacht, ich versuche es mal ganz wegzulassen und einfach Vanille da rein zu tun, ohne halt Zucker. Und die schmecken auch gut. Das ist eigentlich nur alles so eine Gewöhnungssache. Das ist genau wie mit dem Salz. Wir hatten früher auch ganz, ganz viel Salz mit Salz gekocht. Also es gab nichts, was ich ohne Salz nicht gekocht habe. Na, die Kartoffeln wurden mit Salz gekocht, der Reis, die Nudeln, alles so. Und wie gesagt, und zu viel davon ist nicht gesund, und in Lebensmitteln ist schon Zucker drin, Zucker und Salz, so. Und deswegen denke ich mir mal, das kann man sich dann eben auch sparen, und das ist alles einfach nur eine Gewohnheit. Am Anfang, als wir das mit dem Salz zum Beispiel gemacht haben, haben wir dann gedacht, Scheiße, das schmeckt ja gar nicht, das Essen ist ja überhaupt nicht lecker oder so, das ist alles so komisch und es fehlt einfach so. Aber man kann halt eben durch Gewürze ersetzen das Ganze, ne? Darf natürlich auch kein Salz drin sein, weil es gibt zum Beispiel Zwiebelsalz, es gibt generell, also viele Kräuter gibt es mit Salz. Da muss man auch nochmal aufpassen, dass da auch nichts dabei ist. Und ja, deswegen, wie gesagt, also, und mit dem Zucker habe ich mir ganz viele tolle Tipps gegeben, mit diesem Vanillezucker jetzt als Ersatz. Das ist wirklich toll. Übrigens, ich bekam mal so einen coolen Tipp, also eigentlich hätte ich auch selbst drauf kommen können, ne? Ich hatte auch mal erzählt von dem Bärlauch Frischkäse, den Chrissy mir geschenkt hat oder gegeben hat. Und da hat auch jemand geschrieben, wieso vermischst du nicht einfach Bärlauch Pesto mit dem Frischkäse? Das habe ich heute gemacht. Das ist echt lecker gewesen. Also schmeckt ja wirklich ganz gut. Deswegen, ich habe ja noch mein Pesto aus dem Bioladen und das habe ich heute angerührt. Schmeckt wirklich total gut. Also man muss nicht mal viel machen oder viel da rein tun, weil bei diesem Bärlauch Pesto ist es ja auch noch so, zumindest bei einer Sorte davon, da ist echt Salz drin, ne? Und deswegen ist es auch mal ganz gut, dass man das auch mal vermischt, also mit Frischkäse diesmal. Das war echt ein guter Tipp. Meine Lieben, es ist auch schon total spät jetzt. Es ist jetzt kurz nach 8 schon. Es ist nicht viel Großartiges passiert jetzt hier. Wir haben ein bisschen YouTube geguckt. Ich hatte mit ein paar Leuten geschrieben und geschnackt und so. Und Ash hat gerade seinen Feierabend hier. Er hat morgens zweite Stunde, ne? Und guck mal, wie er so macht. Er sitzt da mit meinen Sonnenblumenkernen, also mit Semitschki, sag mal. Da, Sonnenblumenkerne, da spuckt er die rein. Und guckt, was guckst du denn nochmal? Naruto oder so war das, ne? Gerade eben? Ja? Naruto, ja. Ja, das Wetter draußen ist auch recht schön noch. Also das ist, aber es wird schon echt dunkel. Die Tage werden jetzt immer kürzer. Ja, ihr Lieben, also ich würde sagen mal, das war's jetzt mit diesem Video. Es gibt bei uns halt nur noch ein bisschen Abendbrot und dann ist auch schon Feierabend. Schön, dass ihr bei diesem Video dabei gewesen seid. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal und passt auf euch auf. Tschüss.